Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Hallöchen. So, wir beseitigen jetzt den letzten Futzel Stroh hier noch vom Feld. Und dann sind wir damit endlich durch. Dann haben wir das ganze Stroh einmal verkauft, beziehungsweise das werden wir jetzt natürlich in unseren Pferdestall bringen. Chaos, du bist jetzt beim... Komm mit dem Dünger. Du kommst mit dem Dünger, gut. Dann kannst du ja das Feld, wo wir gerade eben drauf waren, düngen. Holst du dann die Kalkmaschine? Ich hole dann das Ganze mit dem Kalken zusammen, ja. Ich hole dann den Streuer, den muss ich mieten, der kostet 2000. Für einmal mieten und die Stunde, die wir brauchen, kostet jeweils extra, aber... also die erste Stunde ist mit drin, aber die nächste Stunde kostet dann extra. Was kostet der eigentlich normal beim Kaufen? Ich glaube 20 Kilo oder, nee, warte mal, der große, der kostet glaube ich 40 Kilo oder sowas, also der ist schon, ja. Den können wir ein paar Mal ausleihen dafür am Anfang, also ja. Das ist schon ganz passig. Ja, ein Wahnsinn, was eigentlich heutzutage in der Landwirtschaft Technik drin steckt. Ja. Das stimmt. Technik. Das stimmt, ja. Für Technik, ja. Ich mein, Technik, die begeistert. Eine deutsche Politikerin oder ein Politiker hat ja auch gesagt, nicht jede Milchkanne braucht 5G. Aber die Bauern sind die, die 5G entgegenfiebern, damit jede Milchkanne 5G hat. Weil dann wissen sie jederzeit, wie lang schon die Milch irgendwo herumsteht, welche Temperatur sie hat und so weiter. Boah, habe ich jetzt Strom mal abgelegt wieder hier in den Büschel. So. Jetzt habe ich natürlich wieder was in der Schaufel drin. Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, nee. Da lag irgendwo hier, hat da vorne mal einer Stroh hingeschmissen. Da sammle ich immer mit der Schaufel auf, weil ich da so niedrig durchfahre. Was sagst du eigentlich zu diesem ganzen 5G-Gehype? Gehype? Naja, ich hoffe einfach mal, dass irgendwann in unserem hochtechnisierten Land wie Deutschland es möglich ist, dass diese Technologie auch richtig genutzt werden kann. Also dass dann auch jeder was davon hat. Weil momentan ist es ja wirklich so, dass du in Deutschland ein richtig schlechtes Netz hast, ne? Ja. Ja, also ich muss sagen, das geht bei uns in Österreich. Ich meine, bei mir zu Hause. Ich bin genau zwischen zwei Sendemasten. Ich habe gerade kein LTE. Also, das ist auch schade. Sobald ich eine Straße weitergehe oder eine Straße in eine andere Richtung, habe ich wieder LTE. Okay. Das ist halt Pech, ja. Ja. Ja gut, man kann ja nicht immer Glück haben. So. Das stimmt schon, aber... Wie gesagt, also das ist in Deutschland, ich hoffe einfach, dass es da jetzt dann die... Nee, nicht das Feld. Was? Das, wo wir eben gerade drauf waren. Andere, ja. Ja. Weil das Feld, das kannst du, glaube ich, noch nicht wieder düngen. Da müssen wir das Kalk drüber schmeißen. Aber wolltest du das andere auch nicht kalken? Ja, aber du kannst jetzt nach dem Ernten einmal düngen, du musst ja zweimal düngen. Und dann kannst du nach dem Kalken nochmal düngen und dann müssen wir es nachher, wenn es wächst, nicht mehr düngen. Ah. Ja. Dann können wir das einfach so durchziehen. Ich verstehe. Ja. Manchmal hat das durchaus Sinn, was ich erzähle. Nicht immer, aber manchmal. Und ja. Also ich muss jetzt den Kalkwagen mieten, dann muss ich das Kalk holen. Ich glaube, wir haben bei uns noch Kalk rumstehen, so 1500 Tonnen oder so. Aber die reichen bei weitem nicht. 1500 Tonnen? Nein, 1,5 Kilo. Okay. Also Liter. Also ja. Ja. 1,5 Tonnen halt. So. Und also nicht Tonnen, sondern 1500 Liter, weil Kalk hat, glaube ich, eine Dichte von 2, irgendwas, also 1000 Liter, das ist schon ordentlich was. Und, ja. Also wir brauchen, glaube ich, für das Ganze, wenn wir alles kalken wollen, brauchen wir garantiert 30.000, 40.000 Liter. Da geht richtig was raus aus dem Kalkstreuer. Okay. Das schafft richtig was. Aber dafür ist das Feld dann auch schön weiß. Nur also da haben wir unsere Schneetextur. In unsere Reifen danach auch. Sollte mit dem Mod eigentlich genauso sein, ja?
Also den Mod, den wir jetzt hier drauf haben, dieses Verschmutzen und so, ne? Sollten die Reifen dann weiß werden. Wenn du auf das weiße Zeug rumfährst. Also letztes Mal haben wir knapp 20.000 Liter haben wir, glaube ich, auf das eine Feld draufgeschmissen. Okay. Also da sollte sie jetzt, die 40.000 Liter sollten durchaus gehen, aber das ist relativ kostengünstig, das Zeug. Also es ja, fährt man die Kalkstation am Hafen ran, nicht im Shop kaufen den Kalk. Viel zu teuer. Okay. Schön zur Kalkstation, am Hafen gibt es eine. Anfahren, vollladen und dann zahlt sie, glaube ich, 100 pro oder 150 oder sowas pro 1000 Liter und im Shop bezahlt sie, glaube ich, 500 pro 1000 Liter oder sowas. Also es ist ein Vielfaches teurer. Ich hätte ja gesagt, so. Man bricht einfach in den Nickel ein und klaut sich die Kette. Naja gut, aber jeder damit 1000 Liter voll ist, muss ein paar Schulen einbrechen. Baby Paula. Düngetechnik. Und dann nehmen wir den hier. 39.000 kostet der übrigens, wenn du den kaufen willst. Konfigurieren. Wir möchten ihn mieten. Das kostet ganze 2.000, ja. Möchte das Gerät mieten? Ja. Fahrzeug steht beim Händler bereit. So, habe ich mal ein bisschen Geld ausgegeben. Ich habe ja gedacht, am Anfang, man kann mit dem kleinen Kevalent, ne, mit so einem kleinen Streuer auch kalken. Geht leider nicht. Ja, dann habe ich nämlich mir erst mit einem Anhänger Kalk gekauft, quasi in ausreichender Menge. Und habe das bei uns da abgekippt. Man muss den ganzen Kalk von... Achso, warte mal, ich wollte die Schaufel reparieren, wenn ich schon mal hier bin. Das wollte ich ja mal reparieren hier, ne, das Schaufelchen. Weiß ja nicht, was das kostet, wenn ich Schaufel nicht... Eigentlich... Ding einfach hineinfahren kann. Ja, und dann auswählen kann, ne? Das wäre so toll, ne? Wenn du dann durchschalten könntest, welche Gerätschaften da drin sind. So, Schaufel, Zustand, ist unter 50%. Reparieren. Kostet 6 Dollar, naja gut. Obwohl, hier wurden mir gerade Euro angezeigt. Ja, bei mir wird rechts oben. Nee, also bei mir wird ja standardmäßig... Dollar angezeigt. Und ich glaube, den Arm muss ich auch reparieren, ne? Will mal gucken, wenn ich jetzt den Arm abstelle, ob das... Ob der Arm denn ausgewählbar ist. Ja, vor allem, dass du eine komplette Schaufel reparieren. Was? Ja, dass du die Schaufel mit Arm zerlegen musst zum Reparieren, das ist ja dämlich. Ja, mal gucken. Ja, ich krieg bloß die Schaufel. Schade. Ach komm, dann mache ich das mit dem Arm nachher, wenn ich das Ding wieder abgebe hier, diese Mietscheiße. Oh, jetzt bin ich aber auch mit unserem Mietfahrzeug in die Lampe gefahren. Naja, toll. So. Das wollte ich ja so nur gar nicht. Oh, jetzt scheint sich auch nicht zu quälen mit dem Teil hier hinten dran. Und ein Traktor. Ja. Ja, das stimmt. Also wir können auch gerne tauschen, wenn du willst, das ist nicht. Der fährt auch ein bisschen schneller hier, also auf freiem Feld. Der kleine Traktor, der fährt mit 53, nicht 43. Aber weite Strecken hast du jetzt eigentlich nicht zurückzulegen, ne? Da habe ich gerade nichts. Du hast gerade niesen müssen. Ja, ich habe mich aber gemutet. Ah, das ist nicht von dir. So, in der Aufnahme und... Wo hier die doofe Kalkstation war. Hier ist doch... Warte mal, ist das hier die Kalkstation? Irgendwie bleiben manchmal so kleine Flecken. Die schon so ein bisschen gedüngt. Ja, das sind wahrscheinlich die Flecken, wo du nicht sauber gemäht hast. Ah. War quasi nichts mit. Ja. Wo ist denn hier diese doofe Kalkstation?
Was ist das Ding hier? Oh, mein Headset macht gerade Geräusche. Will nicht gut. Ah ja. Nee, es schreit nach Strom einfach. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hier den Stromanschluss kaufe. Oh, das ist er nicht. Und was dann habe. Also mal gucken, ob ich das jetzt reingefummelt kriege hier, ohne das Headset dann nehme. Das ist wieder USB, ne? Das sind zwei Möglichkeiten, wie es passt. Nee, eine Möglichkeit, wie es passt und drei Versuche. Ja. Aber es klappt jetzt. So, ist schon mal dran. Ja, USB-C ist die Zukunft. Ja, habe ich auch schon hier liegen. Aber mein Headset hat es also nicht. Ja. Mein Laptop hat USB-C als Ladeanschluss. Ach ja, guck. Ich kann ja, mein mit neues, dem... Mein Handy auch. Ich kann mit dem Netzteil sogar mein Handy aufladen. Laptop. Ja. Ja, mein Handy hat auch USB-C. So, jetzt habe ich 9000 Liter habe ich jetzt gekauft von dem Zeug hier. Keine 1000 Euro bezahlt, glaube ich, hier. Also von daher. Dollar. Sollte sich das jetzt hier ganz gut antun. In den Spiegeln siehst du auch nur die Räder von dem ganzen Ding, mehr siehst du nicht. Also es ist, dass die Spiegel auch nicht einstellbar sind, das ist auch so eine Sache. Habe ich dann eigentlich mehr Geld, weil ich habe 75.500 Euro und du hast 75.500 Dollar. Ja. Nee. So, dann fahre ich den Arm mal wieder ein. Hier ist kein Wechselkurs drauf. Du hast jetzt schon einmal komplett gedüngt, sagst du, ja? Ja. Okay. Stell den Traktor schon mal bereit fürs Feld. Ja. Ich komme jetzt hier gerade angeflogen. Ist aber nicht. Ja, Tiefflug halt, ne? Und dann werden wir das Feld 2 gleich kalken. Calculaten. Was? Das rechte Feld ist zu 50% gedüngt. Das linke jetzt auch. Ja, ja, sie müssten beide zu 50% gedüngt sein und. Das heißt, das rechte muss ich verdüngen? Doch. Doch? Noch? Nach dem Kalken? Ja, wir wollen ja auch nach dem Kalken nochmal düngen alles. So, dann fange ich hin mal an zu kalken. Da muss ich aber die Außenansicht, weil sonst sehe ich wieder nicht, wie weit ich den Kalk schmeiße. So. Sollte ja schon flächendeckend sein. So. Dann legen wir hier mal was. Ja, dann. Ja. Fühl dich frei. Dann habe ich ein bisschen Zeit, wo ich hier Kalk rausstreuen kann. Und wenn ich dann hier mit dem ersten Feld mit Kalken fertig bin, dann kannst du ja da schon anfangen zu düngen. Aber ich werde sicherlich auf dem zweiten Feld langsamer sein, dazu beim Düngen auf dem Feld. Aber naja, du kannst ja dann nochmal Düngemittel holen und so. Das kriegst du ja dann alles hin. Sieht aber schon mal ganz gut aus hier. Ja gut, ja, wenn du das Pferd ausgeritten hast, dann ist die Folge auch rum. Dann kannst du dir ja mal angucken, wie so ein frisch gekalktes Feld aussieht. Das mit den Schiffen da ganz los. Ja, also sie geben sich Mühe, dass es gut aussieht eigentlich so das Spiel, ne? Also, das muss man echt schon sagen. Gab es nicht irgendeine Karte mal? Dampf. Oh ja. Und eine Dampflok.
Nein, ein Containerschiff und eine Dampflok war. Ja, ja, war das nicht sogar Südhemmern? Kann sein, und die Dampflok hat am Anfang immer so einen Krach gemacht. Oh ja, stimmt, auffällig. Aber ich dachte, Pferde können übers Wasser gehen, hast du gehört? Nee, die sinken nicht tief ein, oder? Oh ja. Gut. Du bist jetzt im Meer unterwegs, oder? Nein, nicht im Meer, im Fluss. Okay. Also damals die Pferde, die sind nicht tief eingesunken, wo ich da mit Dori mal durchgeritten bin. So, meiner Meinung nach sind sie realistisch. Okay. Ah, jetzt dann. Na, na, ja, kann ja sein. Ups. Ich glaube, das Pferd gegen eine Metallsäule gebeten. Ich glaube, hier nicht so schlimm. Ach, gegen eine Betonsäule. Das Pferd wird dann immer nur einmal, aber es verletzt sich ja nicht. Das hat eigentlich auch schon ziemlich lang so, oder? Das haben's. Nee, das ist komplett überarbeitet. Echt? Ja. Nein, das 17er zum 17er war das alles dunkel unten und. Jetzt ist ja alles so halb durchsichtig und so. Im 17er war das alles unten dunkel unterlegt und alles. Das war komplett anders. Habe ich gar nicht gemerkt. Da ist eine Sandburg. Ja. Können wir uns auch kaufen, Sandburgen. Können wir selber aufstellen. Okay. Wenn du mit dem Pferd tiefer ins Meer reitest, geht es wieder auf die Weide. Was? Ja, das teleportiert sich dann auf die Weide. Bist du jetzt wieder auf der Weide, oder wie? Mit dem Pferd? Oder ich bin einfach im Meer gestanden. Okay. Okay, gut. Ich meine, sie hätten ja auch einfach eine Wand hinmachen können, dass das Pferd nicht weiterläuft oder so. Aber warum reitest du so tief in... Na, ist egal. Was gemeint, man reitet am Wasser. Ja, gut, ja. Und ich wollte, dass er über so eine Flussmündung. Aber es war tiefer, als es ausgeschaut hat anscheinend. Alles klar. Tja, jetzt ist das Pferd kaputt. Jetzt ist das Pferd neu gewaschen. Ja. Frisch gewaschen, nicht? Ich habe wohl gewaschen. Jetzt ganz wollig. Das Pferd ist nicht rollig, es ist wollig. Was? Das ist ja drollig. Oh Gott. Ich glaube, es wird Zeit. Es ist zu spät. Du musst schlafen. Es ist Zeit zu gehen, ja? Eindeutig. So, also so weit bin ich jetzt gekommen mit einmal einen kompletten Anhänger voll. Okay. Kalk, ne? Also da fahre ich jetzt noch zweimal, glaube ich. Ich jedes Feld fertig habe. Aber gut. Ist es der bringt Kalk 15% mehr Ertrag bei drei Ernten. Der Kalk in auch so ein Big Pack? Kann man auch kaufen, aber ist schon teuer. Du kannst auch Achso, du bist ja... Ja, ich bin an die Kalkstation gefahren. Hast mir da geholt. Könntest du... Hätten wir... Können... Ja, und dann? Wie kriegst du das rein? Bahnsilo einlagern? Nein. Geht nicht? Nein, du kannst es nicht im Bahnsilo einlagern. Es gibt kaufbare Objekte, habe ich auch als Mod schon runtergeladen, aber hier nicht aktiv. Silo. Wo du dir so eine Silos dann quasi an deinem Hof hinstellen kannst, ne, für Geld. Wo du dann drunter fährst, dass du dann nicht durch die Gegend fahren musst. Und auch einen Multifruchtlager, wo du alle Früchte einlagern kannst. Du kannst ja da oben in dem Silo kannst du ja nur, halt verkaufbare Früchte einladen, aber kein Stroh und kein Heu, kein sonst irgendwas, ne? Aber es macht ja erstmal nichts. Also mir persönlich macht das nichts, weil ich finde es sowieso eigenartig, dass du dann ein Lager hast, dass du dann, du kippst egal, was du reinkippst und so, ne? Also. Ja. Aber hier musst du in diesem Spiel, oder jetzt so wie es jetzt ist, müssten wir uns eigentlich so ein Lager auch kaufen, damit wir selber was einlagern könnten, ne? Also für unseren Hof. Weil normalerweise hast du keine Möglichkeit zu lagern. Wie viel kostet so ein Lager? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Billigste kostet 15.000 oder 25.000. Also, kann man da bin ich ganz froh, dass ich das Bahnlager da oben habe, dass ich das zweckentfremden kann und einfach benutzen kann. Kann man die eigentlich... Ja. Kann man die dann eigentlich auch umstellen, wenn man es. Nee,
Wenn die einmal gestellt sind, dann... Aber ab Bonn kann... Nee. Also du kannst sie wieder verkaufen wahrscheinlich, ja, aber... So, Pferd ist ausgeritten, ist gestriegelt. Sehr schön. Die Zeit ist auch um. Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier an dieser Stelle. Das war die Samstagsfolge. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Genießt den Tag. Und ja, das war eine Runde LS19 hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder. Bei uns war das Chaos, der das Chaos. 1600 kostet übrigens eine Ladung. Doch mehr als ich erwartet habe. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. War noch irgendwas? Daumen nach oben, habe ich schon gesagt, oder? Nein, das hast du, glaube ich, nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt? Na, dann Daumen nach oben und ich gehe jetzt ins Bett. Das ist, glaube ich, es ist an der Zeit. Bis denn. Tschüss.